Na dann. Im letzten Part, in den letzten beiden Parts, hat uns Modi ein bisschen geholfen, zwei Bossfights zu machen und hat eine Wasserpfeife mitgenommen. Jetzt schauen wir heute mal, wie wir uns auf den Weg zum Elderbrain machen. Zeug, das ich mal mitnehme. Viel Zeugs habe ich hier. Ich bin ja wirklich. Es ist. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber irgendwie mache ich automatisch immer die Rüstung aus. So, jetzt haben wir wieder Glitzel, Karlach und Gale im Team. You have my attention. Bei Gale muss ich mir mal. Das hier, der Modi, letztes Mal genutzt. Dann muss ich mir das mal angucken, wie ich mit dem Feuerwand Never a dull moment. Mal die neuen Fähigkeiten nutzen. Ich habe jetzt die Rüstung von Urin an. Whatever. So, Lager verlassen. Dann schauen wir mal, dass wir wieder in den Untergrund kommen. Am besten ohne, dass uns hier Stahlwachen in der Unterstadt ausschalten. Das geht über schnelle Reise. Tempel des Bahnes. Da wollen wir hin. Da haben wir jetzt auch storymäßig eigentlich aufgehört. Nee, ja. Mal den Kampf gegen Serfok ignorieren. So, ich würde mal sagen, ich glaube, hier lang geht's. Wenn die Map mal durchgeladen hat. Weil dort drüben waren wir schon. Mal auf die Map kommen und gucken. Hier haben wir ja schon die Unterstadtruine, haben wir ja schon erforscht. Das heißt, und hier haben wir ja lange Zeit gesucht, da geht es nicht wirklich weit. Das heißt, ich sehe hier einen Weg nach oben. Das könnte der Weg sein, wo es weitergeht. Ah, und hier steht auch dritt im ältesten Gehirn. Ja, das ist. Hier geht es weiter in die Richtung. Na dann. Das kann auch ziemlich. Das kann brutal werden. Es wird eventuell kein leichter Kampf. Aber schauen wir mal. Sind jetzt alle Level 12? Okay, hat endlich ein vernünftiges. Halbwegs vernünftiges Zauberset. Hier ist ein Holztor. Leer. Mal gucken. Ah, ein Trank der wahren Heilung. Können wir für das Ältesten wieder mal brauchen. Muss ich nur mal daran denken, auch mal Tränke zu benutzen. Das wäre mal hilfreich. Ich habe sie hier schon ausgerüstet.
Inkompetenz sie zu benutzen. Und Karlachs Rüstung verhindert Kampfrausch. Dann müssen wir mal was ändern. Okay, jetzt hat der Torso eines Narren. Aha. Ich sollte aber da noch mal Richtung Unterstadt und Richtung hier. Wenn ich in die Stadt dort gehen, ist da. Das war dann nochmal den Fall aufklären, die Quest machen. Psionische Schutzrüstung. Rüstungsklasse 15. Gift, das ist ja, das ist nicht so gut. Dunkle Sitzrüstung, 16. Naja, Schars Aegis, ein Bandzauber. Irgendwas Sinnvolles, was wir noch geben können. Schon eine rote Laserrüstung? Nee, ich würde mindestens was mit 14 oder 15 geben. Jetzt haben wir einen Zauber für sie. Carbon ist durch Geschicklichkeit auf 2 limitiert. Auch nicht so genial. Aber hier haben wir nicht, das ist. Könnte ich den. Panzerrüstung. Ohne Rüstung kämpfen. Wäre bei einem Barbar vielleicht machbar. Brutale Rache, wenn der Gegner dem Träger Schaden zufügt, hält der Träger eine Zuklangzone. Das ist bloß durch das Erziehen, aber was soll's. Ist glaube ich die Rüstung, die Karl nach langer Zeit getragen hat. Joa. Looking ahead. All's well that ends. Not as bad as it. Nee, sie hat den Helm von irgendwas weit aus der Ernst drauf. Sieht sehr lächerlich aus. Ist absolut nix. Guter Goblin. Okay, das sieht übel aus. Au. Place is more dangerous than I thought. Die sind doch alle schon näher gelootet. Also die haben keinen Schaden erhalten. Doch, ja, ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Na, ja, abgetrennter Clownskopf. Wait, I know this head. Damit sollten wir jetzt eigentlich mal zum Dorf aufbrechen. Das Abbild von Amelysan, die nach Göttlichkeit gestrebt hat.
Welchen Nutzen hat ihr Verrat? Sie hielt sich für perfekt, aber sie vergaß, wem sie diente. Darunter steht eine übertriebene Unterschrift, fast im Blut. Urin die Rote. Wir sollten gleich mal. Zum Zirkus. Um die Quest noch zu beenden. Er ist ja nicht weit, wir müssen dann hier nochmal hoch. Hätte ich für eine gute Idee nochmal nachverwenden. Könnte sein, dass wir da wieder gegen Stahlwachen kämpfen müssen. Aber was soll's. Muss noch eine traurige Botschaft überbringen. Wir haben den Körper und den Kopf von den Narren. Da können die den vielleicht wenigstens würdig begraben. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich, dass es Wilbingen vor den Toren von Baldur's Gate. Da haben wir jetzt wahrscheinlich eine Horde von Mindflayern. Das könnte scheiße werden. Ich verstehe noch nicht, warum wir gegen das Ältestengehirn kämpfen müssen. Das war doch jetzt frei. Müsste es uns nicht dankbar sein, dass wir es gerettet haben? Ich glaube, hier ging es lang zum Zirkus. I know it's hard to enjoy the circus without dribbles, but I pray that you do. After all, the show must go on. Okay. Zurück der letzten Tage. Zart, ne? Könnte das Spiel mal nachladen. Verkleidungsausrüstung. Tritt mal verkleidet in das älteste Gehirn an. Tintenschwarz. Schwarz und oben mit Rot. Auch nicht schlecht. Können wir vielleicht irgendwie schwarz färben? Alter, schlaffer Hut hätten wir auch noch. Was trägt Kranach gerade für einen Hut? Ah, der sieht besser aus. Ein getrennter Klonskopf. Wo
Wird nicht besser irgendwie. Ein Klammertüst. So sieht es ohne Farbe aus. Wir ziehen eine aktive Waffe mit Gift, wenn du einen Gegner triffst. Muss er einen SG-15 Konstitutionswurf bestehen oder er ist blind und vergiftet. Das könnte was sein. Wo ich denn das Schwarzfärbemittel hin? Dunkel auf Lieder. Na, besser wird's nicht. Oh, enough waiting. I crave blood. No one stopped me yet. Oh, enough waiting. I crave. Kann ich mit dem Schwert was anfangen? 7 bis 12 Schaden. Blackis will be done. Kritischer Lebensentzug beim kritischen Treffer, weil das zieht zusätzlich 10 nekrotischen Schaden. Jetzt hat jetzt das Schwert von dem. Es hat halt noch dieses. Es hat halt diese. Dieses Hammer. Den Hammerbonus zum Ende. Schwächender Schlag. Das finde ich halt schon echt. Geil. Als nekrotischer Schlag, das ist schon. Ist schon nicht übel. 7 bis 12 Schaden. Denn so viel Unterschied macht das jetzt auch wieder nicht. Sieht ein bisschen putzig aus. Passt denn durch. Warum habe ich eigentlich kein Schild? Ich auch irgendwann mal verkauft oder was? Aus Versehen. What's the story? Ich hätte doch sogar mal einen ziemlich mächtigen Schild. Den hier. Ja, aber es war ein anderer, aber das ist auch ein Schild. Ich hatte im Schattenreich, das ich mir eingekauft. Ja, das war es, glaube ich, Schild der Hingabe. Still breathing, despite everything. Schildschlag kenne ich damit. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay, liefern wir mal den Clownskopf ab, aber an wen ist die Frage? I need a quick word. Okay, an ihn nicht. Approach, ugly one. Behold, spin. To win prizes beyond your tiny imagination, Akabi has tried. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize. Let us. Wahrnehmung. No jackpot for you, ugly one. But you may have this. You are welcome, putrid.
Beutel des Schimmels. Jegliche Nahrung, die in den Beutel gesteckt wird, verschimmelt und verdirbt sofort. Ah, hilfreich. Okay. So sinnvoll. Haben wir auch eine Apfel mit reinstecken können. Ein Schädel ist da drin. Ich muss mal die Lücken füllen. Und ein bisschen Zeug verkaufen wäre auch nicht schlecht. Es war doch die dort drüben, die Chefin von dem Laden, oder nicht? Zumindest hat sie das von sich behauptet. Hinten haben wir auch noch nicht erkundet. Nicht los hier. Hello again, my vicious little warrior. Even better. They aren't picky about things like working from home or eating. I'd hurry if I. Du, ich hab Schnibbels Kopf hier mit dabei. Der ist nicht nur wahrscheinlich tot, der ist. No use. It's blocked. Teeth bared, she promises claws in your gut and fangs on your throat. Wuchtverwundbarkeit. Feuerimmunität. Could go for a good meal. Wollte ich nur den Käfig öffnen. Have a lot on my mind, and well, in it. I should speak up. Do not cause trouble. Anything of use? Everyone subscribes to. Aha. Best be on my way. Das ist Schnibbels Kopf. Wenn ich keiner beerdigen will. Der Körper haben wir auch mit dabei. Wir müssen nicht sinnvoll, sinnlos mit mir rumtragen. Frage, wo ist der? Ihm habe ich den noch mal im Winter gesehen. Wie geht's hier den dabei? Ah, hier. Ja, guckst dir an.
active vandalism has taken place. You might want to clear up this particular mess. Schöner Vorhang. 16. Der Stuhl war schon so kaputt. You've been given the benefit of. Okay, hier hatten wir nochmal. Hier wollte ich auch nochmal reden. You return, Stira. Shall I look into your heart, you and your beloved both, and see if your love will stand the test of time? Warum nennt ihr mich laufend Stira? Gute Frage. Forgive me. I had not realized. My beloved, before she died, was a woman of great strength and fortitude. I called her Stira in our quiet moments. You remind me of her. Absolutely. This is going to be great fun. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth, and remember to breathe. Oha. Wo sind wir hier gelandet? Sweeter than nature's dew. I see you, know you, but do you know one another? Karlach, her fire within can incinerate an enemy or warm a beloved. Listen, think, who does she loathe above all others? Sarir, Gottes Strafe in mich. She's the worst of the worst. I suppose the devil can't help her nature, but she's got a really god's damn bad nature. Mhm. So ein Spiel. Your bond beats in pleasure. It is an honor to behold. Many things delight the heart. But only one makes it sing. Tell me, what is her idea of a perfect day? Ganz entspannt ein Buch lesen, durch die Stadt zu schlendern und die Schaufenster zu sehen, ein paar Bösewichte zu vermöbeln und anschließend den wilden Siegessex zu haben. Das sieht eher nach, das würde ich eher nach Lethe sagen. Misere. Ganz entspannt ein Buch lesen, das ist eher geil. Würde sagen. I'd rather have my horn yanked out with tweezers. Okay. Come on. Give me a little action. Do not fear. There is time yet. Aha. For our touch has been light, but now we must dig deep. Deeper than any other. A decade from now, what will the mighty Karlach do? Where will she be? Tot.
Sie wird sich mit einem netten Partner und ein paar Kindern in einem ruhigen Dorf niederlassen haben, mit Zelun würdigen. Wahrscheinlich wird sie tot sein. Es ist leider die Wahrheit, aber Kids, huh? I don't know. How about a really mean gun? Gehen zu Saviel, besiegen sie ihn dann. I don't know. Things can change, I guess. I've heard. Oha. You did pretty well there, soldier. I have to say, I'm impressed. Du kannst aufhören, mich Soldier zu nennen. Your bond is seedling. One that needs a gentle hand in its tending. Nurture it, and it will become a great oak in time. Your love is one few have. Cherish it. Oha. Go in peace, seedlings. And know that you made one whose heart was long quiet beat with love anew. Das Herz weiß. Weiß es Geist inspiriert. Was hat ein Geist? Das Hals Maul gehält. Das war was. Das war was zwischen mir und Karnach. Orin's dead. Which means we have taken one step closer to slaughtering the fetid Elder Brain. Ich würde mich hier mal hinstellen. Habe ich meinen Badentum verlernt oder was ist los? Was ist hier? Warst du kurz. Bin ich blind? Ja, bin ich. Ja gut. Haben wir es auch mal geregelt. Dann geht's wieder runter.
da immer wenigstens noch einen kleinen Moment. Keinen spannenden, fröhlichen Moment, bevor es jetzt in den nächsten Horror geht. Guck mal danach. Da ist Nummer 4. Wait, hier ist noch eine Kiste. Let's have a look. Endlich Geld. Okay, entweder geht's hier lang oder da runter. Beziehungsweise hoch. Hier schon mal sieht alles so gelootet aus. Die Map ist schon freigedeckt, das heißt, wir müssen nur schon mal gewesen sein. Und wir müssen hier schon mal lang gelaufen sein. Hier geht's jetzt weiter. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier eine Wasserflasche. Einmal speichern, bevor es weitergeht. Ah, hier wird nochmal automatisch gespeichert. Nix hier. Auch nichts. Vielleicht hat man eine Flasche dabei. Klamotten. Fehlender Trank. Was bringt ein heilender Trank? Heilszustände blind, verstummt, gelähmt und vergiftet bei Kreaturen. Nicht übel. Mich hier nochmal um. Ich das hier noch irgendwas übersehe. Ein paar Schädelratten. Den Elstern gehören ausweichen.
Der Imperator im Verhör durch Gortash Teil 3. Oh, das ist interessant. Gortash, als wir euch fingen, wart ihr ein Abtrünniger, ein autonomer Iflieder. Jenseits der Macht des ältesten Gehirns, das euch verwandelt hat. Das ist korrekt. Als wir euch zurück in den psionischen Einflussbereich unserer schwebenden Freundin der Absoluten gebrachten, war eure Abwehr überwältigt und ihr nahmt wieder den vormaligen Zustand des Sklaven an. Ebenfalls korrekt. Wie konntet ihr euch der Kontrolle des ältesten Gehirns überhaupt entziehen? In meinem ursprünglichen humanoiden Gestalt besaß ich eine außergewöhnlich starke Persönlichkeit, dass ich auch nach der Zermorphose im Grunde noch ich selbst war. Dies verbarg ich natürlich unter einer maskeprägter Unterwürfigkeit. Und deswegen war das ältesten Gehirn bereit, euch zu Aufklärungszwecken aus der Kolonie zu senden. Ja, war, wie ich schon sagte, wie lange habt ihr mentales Sklaventum vorgetäuscht, ehe ihr entkommen konntet? 13 und dreiviertel Jahre. Bis ihr schließlich eine Mission in Baldur's Tor bekamt, weit genug fort, um euch der Kontrolle des Ettengehörens zu entziehen. Das ist korrekt, bemerkenswert, das ist korrekt. Und macht es euch nichts aus, dass wir euch wieder unter psionische Kontrolle gebracht haben? Ich bin den Bedürfnissen unseres ältesten Gehirns und seinen Meister ganz und gar ergeben. Das ist doch keine Lüge, oder? Lüge wäre unmöglich. Ah, es war eine Lüge. Er war dem ältesten Gehirn hingegeben. Oder ist er das? Die Ratten sind alle Verbündete. Können wir die mitnehmen in den Kampf? Können wir eine Armee aus Ratten aufstellen? Aha. Dann. Ich weiß nicht, wäre es besser gewesen, die Larve zu nehmen. Also. Diese Larve hier, die ist drei berührte Larve. Irgendwann ein bisschen mehr Fähigkeiten bekommen. Ich würde nächste immer noch unwohl dabei. Ich würde gerne als Mensch sterben. Als Halbelfe. Zum morphischen Tumpel gehen. Die Entscheidung ist endgültig. Ich habe vorher nochmal gespeichert, falls wir uns nochmal anders überlegen. Aber wir haben eigentlich alle Quests in Unterstadt gemacht. Bis auf die wir nicht konnten. Pristine darkness in every direction. Gentle, rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. Auf zum finalen Bosskampf. Wir betreten das Endgame.
Scheiße, was bei mir. Vorsicht. Ab hier wird weiter geschwommen. Into your mind. The brain. It is here. Das sieht nicht so gut aus. Can you smell it? The brine. Also es will uns noch auslöschen. The brain is here. Aufheben ist mir nicht so schwer. For me. Feuerwehrfass. Okay, das brauchen wir jetzt nicht so dringend. Sehr guter Zündstoff im Kampf, aber wenn wir überladen sind, bringt das auch nichts mehr. Überladen im Kampf ist ein bisschen beschissen. Ein bisschen Wein verschwindet. So, dann wie kommen wir hier hoch? I've got a long road ahead. Hier vielleicht. Oh, hey, Trinker. Sehr gut. Sollten wir mal ein paar davon Kanakanai gebrauchen. Auch irgendwelche Tränke dabei. Ich habe gerade einen gegeben. Indolence breeds madness. No one back home will ever believe this. Hier können wir noch zwei rausnehmen. Oder auch nicht. Er hat auch noch Tränke, sehr schön. No time to rest.
Die müssen wir jetzt nur noch nehmen. Wenn es soweit ist. Nach oben gelieferte Waren. Terazul, 6 Beutel, Traumnebel, 14 Fiolen, Jägergift, 2 Flaschen, G-Würfel, Schmiermittel, 2 Doppelflaschen, Basiliskenöl, 3 Flaschen, Beobachterauge 1. Verhandlungen, die Gespräche mit diesen dreien führen einfach zu nichts. Weiß nicht, was sie wollen, aber ich bin kurz davor, den Kontakt abzubrechen. Es kann einfach nichts Gutes dabei herumkommen, wenn man mit Wahnsinnigen verhandelt. L. Nicht gut. Ein wenig ist gut. Und damit ist Zeug. So, na dann. Preparing, calculating, evolving. Mind feels like it's being carved open. Stronger than before, much stronger. We must be. Ziemlich erreichbar, das ist ja fantastisch. Das war's dann wohl mit die End. Wie geht's weiter? Noch mehr kopflose Leichname. Ich glaube, hier geht's dann weiter. Nettes Buch. Ein Hauptbuch über Schmuggelware. Ja. Gortasch. Interessant. Ich traue dem beschienenen Pfad aber nicht. Und jetzt geht's hier weiter. Ist doch nicht wurscht, ob jetzt hier lang bin oder dort lang. Hier gibt es noch ein bisschen Loot. Pfeile, die ich nie genutzt habe. Geld, kurz brauchen wir noch Geld. Wir können Hirn mitnehmen. Wir können das ältesten Gehirn mit Hirn an Hirnen bewerfen. Überhaupt gucken wir das Inventar zu. Aha. Amulett des Bals.
Und wenn durch 7 bis 10 Schaden. Übrigens Nesserstein. Gotas Nesserstein. Dann haben wir den dritten davon. Kefriks Nesserstein. Da haben wir sie alle drei. Perlkette. Na dann. Kiefer hinein im Wahnsinn. Controlled. Ein langer Weg ans Ziel. Okay, die Hürden sind auf unserer Seite, wie es ausschaut. Oh, schon im Kampf. War noch nicht gegen das letzte Hürden oder was? Das dürfen wir doch hinkriegen. Leckt viel Fraß, okay. Der verspritzt ein bisschen sauber. Verdammt. War nicht schlecht. Und jetzt hier räumt auf. Ach du Schande. Es werden ja nicht weniger. Kampfrausch. Noch vor dem Kampf einsetzen sollen. Lerne ich nie. Oh, feier. Möglichst viel damit zu treffen. Eine Karnach damit zu treffen. In der Karte steht man drin, egal. Was hält sich aus? Uah. Was soll denn der Mist? Ich glaube, wir müssen die großen Hörner zuerst ausschalten. Nicht so gut. Haben wir wohl geschafft. Moving ahead.
Partnerfähig kennt Karlach hier. Genau, wo ich die verstaut habe. Ich will mal ein paar Hörner werfen. Die Hörner, die wir hier aufsammeln, nicht vorhanden. Intellektverschlinger. Dann müssen wir mal suchen. Nein, davon haben wir. Okay, kann man nicht kombinieren. Schade. What to do? Wo man lange braucht und lange rast, bevor es hier weitergeht. Ich glaube leider nicht, dass der uns gewährt, dass der noch für uns gewährt wird. Nehmen wir eine kurze Rast, bis das noch nichts wird. Eine Brücke. Kommen alle mit rüber. Und bleibt G wieder drin stehen. Kappeln. Sehr schön. Hier ist eine Tür. Hier geht's noch runter zum Wasser. Im Tümpel. Eine 15 kriegen wir hin. Oder auch nicht. Geht doch.
traps, please. Corales Düste, okay. Und doch ein Blut und Namen. Trank des Engels, Pause. Trinke dies, um 2 Züge lang im Schlaf, zu feiern. Warum sollte man? Sofern du nicht gestört wirst, erwachst du mit dem Nutzen einer kurzen Rast und gewinnst alle Zauberplätze des 1. und des 2. Grades zurück. Wenn du vor Ablauf der Dauer geweckt wirst, wirken die Effekte nicht. Das ist nicht übel. Hast dich verfasst die Notiz. Tut mir leid, ich habe sie aufgehalten, solange ich konnte. Dieses Ding hat sich in meinen Verstand gegraben, wie ein brennender Docht in eine Kerze. Seine Stimme bohrt sich durch mein Trommelfell, bis in mein Rückgrat. Die anderen, was hat man ihnen angetan? Ich kann einfach nicht. Ich habe so hart für unseren Platz in Baldur's Tor gekämpft. Bitte vergebt mir nicht, so stark wie ihr zu sein. Verschwindet von hier für mich, du Duralias. Ist das Drachenblut, was hier auf dem Boden liegt? Bisschen weg von uns drüben. Die Tränke müssen uns irgendwo. Lassen wir mal hier, weil die Schriftrolle zu überleben, wenn wir brauchen. Okay. Geld hat einer, das ist jetzt keiner. Sollten wir ausrüsten. Das wäre schon hilfreich, egal, wenn es da unten liegt. Hast du uns hier wirklich nicht gewährt? Das ist schlecht. The brain is close. Ich wollte nochmal speichern.